Hallo, heute haben wir mit unserem Biskuitfein einen Drei-Eier-Biskuit gemacht und haben in unsere Drachenform Mittel eingefüllt. Genau, und haben das Ganze gebacken und dann haben wir es mit unserem Tortmesser einmal durchgeschnitten, haben es mit Sahne und Vanillecreme gefüllt und oben haben wir dann auch noch ein bisschen Sahne draufgegeben und dann schaut hier, haben wir einfach schön die Früchte draufgelegt. Einfach, je nach Belieben, können Sie die drauflegen, wie ihr wollt. Und dann machen wir jetzt noch einen Guss drauf. So, und jetzt haben wir unseren Tortenschalli aufgekocht und das geben wir jetzt einfach mit dem Pinsel drauf. Schaut hier, einfach ein bisschen drauf tupfen, dass nicht zu viel ist. Viele Leute wollen nicht so ganz so viel Guss. Und dann haben wir unseren Obstkuchen oder Torte schon fertig. Backt es einfach noch, die Sache. Die gehen so einfach mit unseren Geräten, mit unseren Sachen. So, jetzt haben wir noch mit unserem Drachenförmchen ein paar Kleinteile gemacht. Und da haben wir dazu einen Drei-Eier-Biskuit in unsere Backschnitte gebacken, haben das Ganze ausgestochen und haben unsere Vanillecreme mit Sahne aufgeschlagen und mit der Lochtülle 10 draufgegeben, einfach Tupfen drauf gemacht. Und dann haben wir verschiedene Früchte drauf geben und dann am Schluss, genau, ihr müsst es nicht machen, aber wir haben jetzt einfach nur ein bisschen so abglänzt, dann haben die Früchte nämlich einen ganz anderen Glanz und da haben wir so einen tollen Pinsel dazu. Guckt mal, wie das schön glänzt dann und dann kennst du es auch, dann ist es auch länger haltbar, die Früchte, wenn ein bisschen Jelly drauf ist. Jetzt zeige ich euch noch die Torte fertig. Schaut, sie, wie schön die geworden ist. Ihr könnt es auch, wenn ihr möchtet, am Rand noch zuspritzen. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Und das wollte ich euch nur sagen. Diese zwei Formen, der Drachenformmittel und das Drachenförmchen, sind zusammen mit dieser Tasche im Angebot. Also greift zu und viel Spaß damit. Tschüss!